Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. Wir waren ja letztes Mal, Jasmin ist natürlich wieder mit dabei. Wir waren ja letztes Mal dabei, haben hier ein bisschen gebuddelt und ich bin ja reingegangen, weil wir wollten Gebetsblöcke bauen. Für die heilige Kartoffel. So, dafür Hier ist brauchen wir voll der einmal. See. Wir haben hier Fleisch, es ist 22 Uhr, Jasmin. Gehst du bitte Zähne putzen, ziehst einen Schlafanzug an? Ich habe meinen Eimer nicht mit, dann hätte ich hier kotzen können. Wasser mitgenommen. Was brauche ich denn noch? Holz habe ich, Nitrat. Nitrat haben wir hier auch drin. Nicht mehr viel. Das scheint jemand für Munition missbraucht zu haben. Bestimmt. Gebets- und Felderblöcke. 34 immerhin. Oh, scheiße, das ist, glaube ich, zu viel. Ich meine, ich habe nur 10 gemacht. Oh, da schimpft Jasmin wieder. Muss ich den Garten vergrößern? Wir wollten ja eh noch... Oh Gott, bist du verrückt? Ich habe mich des Todes erschrocken. Was hast du da gemacht? Holz gehackt. An einem Baum? Nee. An meiner Basis? Hm? Oh, das dauert jetzt eine Weile, bis die fertig sind. Ich könnte die Kartoffeln ernten. Habe ich denn, kann ich die Saat denn eigentlich schon? Kann ich da Saat draus gewinnen oder kann ich jetzt Saat herstellen? Warte mal. Verdopple die Ernte vom wilden oder angepflanzten Feldfrüchte. 30% weniger. Ich kann immer noch keine Saat machen. Dann würde ich tatsächlich nur warten. Oder kann ich Saat? Nee, ich kann keine Saat herstellen. Level. Samen 20. Bei Hammer. Sammeln. Aha. Da ist irgendwas in meine Dings gelaufen. Oh, was ist denn das für ein Schrott? Durch das Lesen von Southern Farming werden verschiedene Stufen von Saatgut freigeschaltet. Erhöhe die Beutechancen mit vom Land leben. Ach du Schande. Ja. Das wird wohl eine Weile dauern. Wie meine Chemiestation. Mein Zementmischer. Das ist doch Mist. Das ist ja Mist. Scheiß Saat, mir diese Scheißbücher lernen. Ich brauche die nie studieren und kann trotzdem nichts. Kriegen und geht. Ich glaube, solange wie die Beetblöcke sich da vor sich hinschuppern. Gehe ich unserer Lieblingsbeschäftigung nach und schaufel schon mal ein bisschen. Jetzt die Freunde hinterm Bildschirm. Ja! Hau den Spaten in die Erde. Mm, das wollen wir sehen. Ja, Patrick. Oh, geil. Ungefähr so stelle ich mir jetzt jeden Zuschauer vor. Oh, meine Schaufel ist kaputt. So, nochmal. Beete und Felderblock. Ich mach mal erstmal nur Hupfchen. So, hier war's. Und den. Und den können wir hier rüber gehen. So. Oh, das ist Spannung pur. Ich merke, wie das Adrenalin mir durch die Adern strömt. Wenn man nicht so viel quatschen würde, ne? Ja, dann wär's nur halb so langweilig. Okay. Also 30 Minuten stillschweigend schaufeln.
Auch geil. Zum Einschlafen. Ja, das wäre dann so eine Folge für abends so 22 Uhr, ich will ins Bett. Ah ja. Ich guck mir mal die langweiligen Dudes an. Ja. Kann man immer so gut bei einpennen. Ich helfe ja gerne. Ich helfe, wo ich kann. Ja. So, dann baue ich nochmal Baublöcke. Ich esse gerade mein Schoko, also den Schoko-Weihnachtsmann von den Kindern. Du hast kein Herz. Nö. Es liegt ja fast ein Jahr rum, ja? Ja. Ja. Wieso kann Schokolade eigentlich nicht schlecht werden? Da ist Milch drin. Ahnung, Patrick. Das würde ich aber gerne mal wissen. Google es doch einfach. Wenn wir den Trick rausgefunden haben, können wir damit unsere Milch quasi bearbeiten. Dann ist sie für immer haltbar. Bestimmt gleich braune Flecke in meinem Bett. Hm? Nix. Wir probieren das einfach aus. Was auch immer da mit der Schokolade passiert, damit die nicht gammelt, wir machen das mit der Milch auch, warten ein Jahr und dann musst du die trinken und das testen. Na, Patrick, halt einfach die Klappe. Ich würde ja selber trinken, aber ich führe nun mal die Versuchsstudie und muss die Ergebnisse erfassen. Ja, ja. So. Bist du noch an den Stachelfallen? Nee. Warum? Nur so. Welches Unwesen treibst du? Ich will das versuchen. Ja. Was denn? Ich will das versuchen. Erleuchtest du mich oder darf ich das nicht wissen? Ich will erst mal gucken, ob das geht. Okay. Jetzt mein Eimer hin. Das ist, glaube ich, Besuch, oder? Ja, mir war eben so. Aber dann dachte ich, du bist das. Echt? Ja, und ich dachte eben, du bist das. Aber dann habe ich dich da kloppen hören. Also ich höre jetzt nur dein Gestöhne. Vom Rumhopsen. Okay, das bist du. Oh nein, ich bin hungrig. Hast du Essen dabei? Da ist ein Hund. Da kommt ein Hund. Zu mir? Weiß ich nicht, der steht auf der Straße. Du hast kein Essen in der Tasche, ne? Was du kurz ins Loch schmeißen kannst? Oh. Nee. Schon wieder drinne. Ja, ich hol mir gleich was. Dann mal jetzt was gucken. So. Ja, nice. Ach, wenn jeder Block mit einem Spatenstich weggehen würde. Und hier. Ob das geht. Jo. Geil. Ich habe uns oben eine kleine Wasserstelle gemacht. Ja, ich höre gerade, wie du dich erbrichst. Ja, ich habe hier so ein kleines Loch gemacht. Siehste, brauchen wir nicht immer. Und so. Ja, ja, lauft mal alle in die Stachelfallen. Muss ich die nochmal machen? Ja. Unerhört, ne?
Über Stunden steckst du Blut, Schweiß und Tränen hier in deiner Arbeit und dann kommen die einfach und machen das kaputt. Oben auf dem Dach oder wo hast du das gemacht? Ja. Da wo die Satelliten... Oh, hier! Das ist ein Hirsch gewesen. Ein Hirsch. Wir müssen runter. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wo Fleisch. Ist der? Andere Seite. Ja, hier runter und dann links rum. Da liegt er. Hä, wieso gehst du nicht runter? Alter, ist der doof. Ich hab Angst vor deinen Stachelfallen. Kann ich hier runter? Ach so, scheiße, hier können wir... Ich dachte, gar nicht bedacht. Ja, ich dachte, du hast da hinten vielleicht auch noch eine Treppe. Wo ist der Hirsch? Oh, da, ich konnte ihn gar nicht sehen. Oh, schmackhaft. Aber weißt du, was ich auch gut von uns finde? Da er nicht durch unsere direkte Einwirkung gestorben ist, ist er einen natürlichen Tod gestorben. Ja. Ist ganz natürlich für Hirsche, dass sie durch Stachelfallen sterben. Wir sind halt tierlieb. Was willst du dazu noch sagen? Oh Gott, da sind ja nur so ein paar Meter. Ich lach sie noch aus und dann greift die mich auch noch an. Die ist voll ins Loch gefallen. Jo, und jetzt läuft hier meine Fallen. Ey, die ist ja was doof, ey. Geh raus aus meine Fallen! Die sind nicht für dich bestimmt. Nee. Ey, wieso treffe ich denn die nicht? Jetzt aber. Dankeschön. Genau, leg dich mal schlafen, Marie. Ich hab schon lange keine Punkte mehr von dir gekriegt. Was soll das heißen? Naja, du hast schon lange nichts mehr getötet, dass ich Punkte gekriegt habe. Oh, 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 scheiße. Das war das Falsche, das wollte ich gar nicht. Hast du zumindest auf etwas geschossen? Nee. Ich wollte hier diese Steingitter, die noch auf dem Boden liegen, weg. Ach, scheiße, jetzt habe ich bestimmt irgendwas angelockt. Wir haben es ja. Habe ich hier... Oh, Mann. Warum müssen die jetzt alle nicht die Fallen laufen? Ja, weil es kurz vorm Blutmond ist. Oh, die Zeit rennt. Mal gut, dass ich auch so gut mithelfe hier beim Vorbereiten, ne? Drück irgendwie immer V. Im Moment. Ach, da ist der reingelatscht, na denn. Oh, das kostet hier aber auch Holz, du. Ja, ich will mal B drücken und drück dann immer V. Warum? Weil ich das B für Bete eingeben will. Oder warum ich immer V drücke. Ja. Ich habe einen Stummelfinger, Jasmin. Hä? Ja, frech. So. Die eine Wand machen wir noch fertig und dann wieder Beete pflanzen. Anlegen. Die guten alten Felder. Für unsere Agrarwirtschaft. Mhm. Ja, muss nur noch einer von uns beiden irgendwie lernen, Samen herzustellen, ne? Muss irgendeiner von uns beiden halt noch 180.000 Bücher lesen. Aha. Ja. Weiß ich, was das Problem ist. Ich finde das mit den Büchern grundsätzlich ja nicht schlecht, ne? Aber ich finde die Anzahl der Bücher ist schon... Es dauert halt schon ewig. Die alle zu finden. Hoppala. Nicht brechen.
Ich brauche jetzt. Habe ich denn hier Plaste noch drin? Und da habe ich noch was. Aber bei. Jo, dann haben wir die Wand doch auch fertig. Das ging nur schneller als gedacht. So. Ist das so, Patrick? Ja, das waren jetzt spannende 10 Minuten, würde ich sagen. Also es hat sich absolut gelohnt. Jetzt stelle ich mir die Zuschauer vor, wie sie weinen und traurig sind, weil die Wand schon fertig ist. Und wir nicht noch länger buddeln werden. Oh. Ist die ganze Action wieder vorbei? Jetzt kommt gleich wieder der langweilige Kram mit den Zombies und Looten und unterwegs. Inkompetenz in meinen Missionen zeigen. Und Bäume muss ich wieder fällen. Ey, das Holz geht drauf, du. Nö. Ja, die eine Wand hat mich jetzt knapp 1000 Holz gekostet. Ja. Weiß, du brauchst mir das nicht erzählen. Ich habe hier auch schon einiges aufgewertet. Ja, aber du nimmst ja immer mein Holz. Nein, stimmt doch gar nicht. Jetzt bin ich die ganze Zeit für meins losgegangen, ja. Sei immer nicht so frech. Ich habe dir bestimmt schon, weiß ich nicht, 4000 Holz oder so gegeben. Kannst du auch mal machen. Wo ist das Problem? Mir fehlt Holz. Du hast genug Holz vor der Hütte. So, wir tauschen das einmal. So. Ich hau hier noch einmal kurz die Bäume weg. Dann können die nämlich wieder nachwachsen. Lalalalala. Machen Sie dieses. Jesus? So. Hast du wieder einer bei mir in den Dings gefallen? Oder warst du das jetzt gerade? Ich habe einen Baum gefällt, falls das deiner Frage weiterhilft. Wahrscheinlich nicht, aber. Hat sich das ungefähr so angehört? Ja, war's das. Nee, das war ich nicht. So, wie viele Bäumchen haben wir denn noch? Ist auch kein Zombie, ne? Weit und breit. Zwei Holz gehabt. So, dann können wir hier nochmal diese schöne Eiche wegkloppen. Eiche? Eiche. Die Eiche kriegt jetzt was auf die Rinde. So, jetzt haben wir. Ah, nee, oh, das war ja eine. Das war ja ein Nadelbäumchen hier. Hier passt nichts hin, weil. Komisch, ich kann Mais nicht mehr anpflanzen. Aber nur in dem Block. Nee, in dem ganzen Ding hier. Hier nichts anders gemacht. Ja, eigentlich baulich hast du da nichts verändert, ne? Du hast ja die Stelle selbst hast du doch genauso gelassen, wie wo der Mais stand. Ja, da habe ich nichts da. Ist nur jetzt der Taudingsbums hier, aber ne, der ist ja auf dem Dach. Ja, aber der hat damit ja nicht viel zu tun. Oder liegt das an dem, der hier... Aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil ich habe ja vorher schon Mais... Warte mal. Den. Wir wollen nochmal Beetblöcke.
Ja, mehr gibt's nicht, ne? Nehmen wir halt die 7 noch. Das ist halt wirklich so wirtschaftlicher Verkehr hier, ne? Das sieht wirklich aus wie so ein Gemüsegarten, sage ich jetzt mal. Das hat irgendwie noch nichts Schönes. Aber das kommt noch. Ah ja, wenn wir hier, machen wir den Boden noch. Geht nicht. Nee, so dicht kann ich ja dann gar nicht ran, ne? Warum geht das nicht mehr? Ich frag mich gerade, ob mein Garten bei Blutmond zu dicht am Bunker wäre. Hä, hey, was das ist, denn ist ja das so, jetzt ist das nicht Kacke. Unbedingt weit hier, ne? Geht nur die Ecke hier. Warum geht nur die Ecke hier? Ja, werde ich ja sehen, wenn es soweit ist. Und dann ein bisschen schick bauen. Bisschen rund, bisschen geschwungen. Aber das kommt alles später. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Oder ich baue den gesamten Garten nochmal später. Erstmal brauchen wir den als wirtschaftlichen. Aber den. Kann ich erstmal überhaupt die Grundbasis da bauen? Ja, nee, nee. Also erstmal bleibt das so ein Acker. Aber vielleicht, dass man den später nach oben setzt, weißt du? Hm. Das wäre halt schon cool. Nach oben und dann so ein bisschen schöner. Ich meine, der ist wunderschön, ne? Da kann man nichts sagen, aber das ist Ingenieurskunst, nenne ich das. Ein bisschen kann er schon anders. Da habe ich jetzt noch einer, kommt noch. Ja, Zappenduster hier. Und es regnet. Mal wieder. Mal wieder. Und hier ist kalt. Ah, cool. Mit meiner Schaufel kann ich die Kälte umgehen. Hm. Weil ich so eine Feuermod drin habe. Ach so. Mein Charakter. Verstehe ich nicht. Wieso kann ich das jetzt auf einmal nicht mehr machen? So. Ich weiß es nicht. Weil ich das mit Stein aufgewertet habe oder was? Nee, eigentlich nicht. Das macht ja keinen Unterschied. Block ist Block. Weil vorher ging das ja auch. Hast du mal versucht, den Block abzubauen und neu zu setzen? Welchen Block? Und den Beetblock. Nee. Den kannst du abschaufeln. Schlösser knacken? Wo würde ich das finden? Der hinstellen kann ich sehen. Aber ich kann da kein Mais anpflanzen. Als nächstes level ich Schlösser knacken, damit ich da die Bücher schneller voll habe. Kann hier gar nichts pflanzen, nur in der einen Ecke. Finde ich ja komisch. Weil das ging ja vorher auch. Ich kann dir leider nicht sagen, woran das liegt. Zählt das jetzt, dass ich mich hier unterm Baum stelle? Ich kann ja eh gucken, dass ich das vielleicht nach draußen packe. Wir brauchen Holz und Stein.
so viel Holz und Stein und Ausdauer. Aber mir ist nass. Mir ist nass? Mir ist nass. Ja, da bin ich so dezent feucht geworden, ne? Im Regen. So. Aber ich bin schon froh, dass ich den Ertrag beim Hacken und so gelevelt habe. Ich habe jetzt schon wieder 4000 voll. Also 2000 schon wieder gesammelt. Wunderschön, wunderschön. Mal hier nochmal weg, was hier dann so dicht dran ist. Dann pflanze ich es halt nach draußen, ne? Ja, kannst du bei mir im Garten anbauen. Da sind so viele Gebetsblöcke, da wirst du schon einen finden, wo du deinen heiligen Mais hinstellen kannst. Nö, ich habe mir meinen eigenen gebaut. Oh, wir sind aber auch wieder eitel. Ja. Mach mir meins ein bisschen schick. Was willst du damit sagen? Nix. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Ja, Patrick. Ja, Patrick. Nee, da werde ich ganz wild. Da werde ich zum tasmanischen Teufel. Ja. Ich beiß dich nachher. Masse. Ich beiß dich nachher. Weil ich ein tasmanischer Teufel bin. Es ist 2023 und ich habe gerade entschieden, dass ich ein kleines, garstiges Viech bin. Oh, hör auf, ey. Ich verstehe nicht, warum du 2023 so scheiße findest. Weil die alle durchdrehen. Das ist so psychisch krank irgendwie. Das ist auch so ein leichter Wunderpunkt bei dir, ne? Wie Chips essen in deiner Nähe. Ja. Ich kann's nicht ab. Oder schmatzen. Gibt einiges. Ich? Ja, du auch, ja. Mit Patrick in einem Haus zu leben. Boah. Gott, ey, da würde ich ja Katastrophe. Kotzen. Katastrophe. Ja, da würde ich ja kotzen. Ja. Ich weiß nicht. So viel kotzen kann ich gar nicht mehr. Ich kann gar nicht so viel essen. Das stimmt nicht. Was willst du damit sagen? Nur weil ich alleine eine Vanillepizza essen kann? Die sind nicht groß, Jasmin. Die sind nicht groß. Oh doch. Nein. Oh doch. Ja. Diese 60 mal 60 Zentimeter oder was das da sind. Also nix. Für einen hohen Zahn ist das. So, ein Bäumchen noch weg hier. Aus meiner Ecke. Vorspeise, ne? Ja, 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 ja. Das sehe ich als Vorspeise an. Danach muss immer noch ein Cheeseburger sein. Der ist denn der Hauptgang. So eine riesen Pizza Vorspeise und Hauptgang ein kleiner Burger. So, Wunderbärchen. Das haben wir geschafft. So. Dann habe ich jetzt 5486 Holz. Wird ja wohl reichen. Deutschland ist stolz auf mich. Will ich die letzte Wand? Haben wir die Zeit? Haben wir nicht? Ah, wollen wir das auch machen? Nee, ne? Also zwischendurch mal eine Wand pro Folge, das ist so... Aber es wird sonst vielleicht zu langweilig. Aber es gehört halt dazu, das muss weg. Jasmin, was würdest du sagen? Ich habe dir nicht zugehört gerade. Soll ich noch schnell die letzte Wand freibuddeln? Keine Ahnung.
Dann können wir in der nächsten Folge wieder was Cooles machen, bevor der Blutmond kommt. Was denn? Ja? Ich bereite mich vor. Was du machst, ist mir egal. Federn sammeln zum Beispiel. Ja. Und looten. Ja, weil dann würde ich sagen, es muss halt gemacht werden. Es gehört halt mit dazu. Wäre natürlich noch geiler, wenn ich eine bessere Schaufel hätte oder einen Erdbohrer. Von dem ich mal gehört habe, dass der angeblich in diesem Spiel existieren soll. Ich glaube, ich werde da ziemlich verarscht. Das ist bestimmt so ein Cheat, den du eingeben kannst, weißt du? Den gibt's gar nicht wirklich. Das ist so ein Hack. Hack-Mack. Ja, irgendeine Mod oder so. Ja, bei Folge 546, da kommt dann der Kommentar so, jetzt habe ich dich schon 546 Folgen in die Irre geführt. Gibt gar kein Erdbohrer. Aber ich bin ja schon froh über die Schaufel, die ich jetzt habe. Mit der ersten oder anfangs ohne Mod und ohne alles, das war ja. So. Bin ich jetzt einen zu weit nach links gegangen? Das sieht so komisch aus. Ne, das ist die Struktur. So. Jetzt haben wir es gleich. Machen wir schon mal die ersten Baublöcke. So. So sprach der Fuchs, während er sich eine Gans kredenzte. Ich komme voran. Aha. So. Das auch erstmal besser. So. Irgendwie wirkt das, als wenn ich zu weit buddel. Oh. Was ist denn da passiert? Spannung kommt auf, aber ein Block nicht abgebaut. Oh, falschen abgebaut. Nove. Schon merkwürdig manchmal. So wunderschön. Ach, ist das nicht wunderschön, Jasmin? Was machst du denn Spannendes? Es ist bestimmt spannender, wenn man jetzt dir zugucken könnte, oder? Nö, ich koch gerade hier. Ja, Kochshows kommen auch mal gut an. Da muss ich gleich noch mal Holz holen irgendwie. Ja.
Ja. Okay. Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Ja, aber Kochshows kommen ja eigentlich immer gut an. Oder Backshows. Oh. Weißt du, was du mal backen könntest? Nee. So ein Giraffenkopf aus Schokolade mit Schokoladengestell. So was Geschnörkeltes mit einer Uhr, irgendwie, die du backen würdest. Und ein Schrank. Ein Schrank aus Gebacktem. Mit einer richtig funktionierenden Schublade. Und da drin der Kuchen. Das ist so krass, was manche Leute backen können. Ja. Ist echt so, ey. Auch mit die, ich fand das mit der Feinarbeit, ne, wenn sie diese Strukturen da reingebracht haben. Wie schimpft sich diese komische Folie, die du über den Kuchen machst, damit der glatt ist? Hm? Nee, was keiner essen mag, was den Kuchen nur schick macht. Fondor. Ja, genau. Damit. Fondant oder irgendwie. Ja, Fondant, glaube ich. Fondant. So, damit einen Kuchen glatt machen, das kann ja jeder, ne? Aber die haben ja mit Backelementen, also mit Sahne und also mit dem Teig, haben die ja Strukturen da reingezaubert. Das sah so wahnsinnig gut aus. Das musst du erstmal drauf haben. Bin immer noch total begeistert. Ja? Ja. Ich hätte so gern probiert, das eine oder andere. Ja. Ja. Ich mag Kuchen. Ja? Ja, ich esse gerne. Denkt man von mir nicht, ich weiß, aber. Weil ich mich immer so zurückhalte. Ja, sicher. Du. Ja. Genau, gerade. Ja, aber das fand ich schon cool. Was schätzt du, wenn du so einen Kuchen kaufen würdest von denen? Was würde das kosten? Oh, viel Geld. Ich glaube, das kannst du dir als Otto-Normal-Verbraucher gar nicht leisten. Komm rein. Die haben ja in der Sendung haben die ja auf Akkord, ne? Gebacken. Mhm. Aber wird da. Die haben ja eine Zeitvorgabe. Weißt du, wie weit die Zeitvorgabe ist? Ich glaube, das kommt auch immer auf das Gericht an. Aber das haben die nicht gesagt, ne? In der Show? Nee, weiß ich nicht. Oh, da habe ich gar nicht drauf. Wie lange das schon her ist? Ich war so auf das Backen fixiert, darauf habe ich gar nicht geachtet. So, was haben wir? Ja, ich habe auch gleich die Wand fertig. Ach, ein Auf und Ab der Gefühle heute. Erst diese Freuderufe. Ja, ramm den Spaten rein. Ja, das wollen wir sehen. Denn die Trauer, das Leid, weil das Puddeln fertig war. Und überraschenderweise haben wir jetzt noch eine Wand gemacht. Dann kam wieder ein großes Auf. Hier. Die Freude war groß. Es wurde wieder gebuddelt. Und jetzt ist die Wand schon wieder fertig. Eine Achterbahn der Gefühle, sagt ihr. Waren das jetzt 48 Blöcke, die ich hier verbaut habe, oder waren das 12, hatte ich schon gemacht, ne? Also glatte 60? Nee, das passt nicht. Doch, das passt. Ja! Level up! Du bist jetzt Level 35, 96, was war das? Ein bisschen anders machen, wenn das Wasser leer ist. 35, ja! Punkte investieren. Ich guck dir beim Arbeiten zu. So. Guck dir beim Arbeiten zu, ich sehe dich ja von meinem Balkon aus. Ich habe jetzt zusätzlich zum Ingenieur noch Schlösserknacker einmal gelevelt, damit ich mehr Forge Ahead Bücher finde. Ich glaube, ich level Hallo, jetzt immer nur noch. Du kannst mich doch gar nicht sehen. Da sehe ich dich. Ich sehe dein Licht. Ich glaube, ich werde jetzt immer nur noch eine Sache leveln. Also Punkte investieren. Und dann, wenn ich die Bücher voll habe, das nächste. Oder immer so zwei Sachen vielleicht. Aber nicht mehr.
Wobei, wegen Munition würde ich vielleicht die Gewehre noch leveln. Ah, und da fängt es wieder an. So. Das haben wir, die Ecke haben wir auch. Wie ist denn das hier? Ah. Ja gut, das geht ja nicht anders. Ah, da. Ich glaube, so weit bis sind wir schon bei Blutmond Nummer 20 oder so. Ja, das ist, die Arbeit ist schon... Ich hätte gern endlich meinen Zementmischer. Und du müsstest Erntewerkzeuge leveln, damit wir irgendwann mal einen Erdbohrer haben. Das wäre schon cool. Ja. Ich kann ja nicht alles hier mit der Schaufel machen. Bei den Kleinen würde ich das nicht mal so schlimm finden, aber das hier? Ich finde hier die Terrasse irgendwie voll cool. Ach, du bist schon wieder woanders? Ich sehe dich nicht. Hä? Oben. Ah, da. Muss hier eine kleine Ecke weghauen noch. Was ist da gewesen? Etwa eine Latte? Oh. Hä? Ein Rohr? Nee, Stein. Vom Dach noch hier. Ah. Was so übersteht, wo man denn nicht durchkommt sonst. Ja gut, das kann gut. Das muss natürlich weg. So. Ach, das tut mir so leid. Jetzt ist das wieder so eine Buddelfolge geworden. Es muss halt fertig. Ich will das weghaben. Ah, ich krieg schon schlechtes Gewissen, ja. Nur. Aber es lohnt sich später. Versprochen. Hoffe ich. Sagst du jetzt? Ja, ich hoffe es. Es würde mich schon ziemlich ärgern, wenn nicht. Und hier noch. So. Wunderbar. So. Jasmin, ist das nicht herrlich? Was denn? Es wird weniger. Bei dir? Ja. Magst du mir ein bisschen Schaufeln helfen? Ich habe selber zu tun hier. Was? Womit denn? Bei mir? Ja. Ich bin noch nicht fertig. Oh, komm. Das ist nur ein Blutmond. Was soll denn da passieren? Kannst du ja in deinem Haus bleiben. Nein. Warum ist da nur ein Blutmond? Was soll da passieren? Ja, ich habe noch keine Versicherung abgeschlossen. Weißt du, wenn hier ein Sachschaden passiert und... nee, du. Lass mal lieber sein. Das deckt die Hausrat nicht ab. Ist irgendwie total gemütlich hier bei mir in der Bude. Ja, bei mir ist auch schön. Find's auch total herrlich hier. Also, ich finde das hier cool drin. Ja.
Oh, herrlich. Oder Jasmin? Ist das nicht herrlich? Ja, das ist nicht herrlich. Nicht herrlich. Ich sag mal nur eine Viertelstunde und dann kann man losgehen, Federn suchen. Ja, dann sind wir wieder ein bisschen aktiv. Gehen wir wieder auf Eisen. Meinst du, im Wald würde man eher Federn finden als in einer Stadt? Theoretisch ja, ne? Aber in der Stadt gibt es halt Loot zwischendurch. So. Das ist die letzte, ne? Das ist die letzte Schicht, Jasmin. Den habe ich. Oh. Dann habe ich eine Lücke schon mal frei. Oh. Ich brauche wirklich den Erdbohrer. Aber ich kann ja hiermit nicht warten, bis ich den irgendwann mal habe. Warte mal, wie viel Lehm ich schon hab. Echt? Na, schätz mal. Ja, schätz mal, schätz mal. 3000. Ein bisschen mehr. 4000. Ein bisschen mehr. Ja, weiß ich doch nicht. 11.729. Ich habe während des Buddelns hier von dem ganzen Ding schon ein paar Mal meine Taschen leer gemacht. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit so viel Lehm? Das brauchst du alles zum Aufwerten später für deine Kieselsteine. Pflastersteine. Ja, einen Teil werde ich bestimmt brauchen. Ein Teil? Da wirst du ganz schön viel brauchen. Stein habe ich nur 30, lasse ich erstmal drinne. Federn. Dann muss ich nochmal Stein abbauen, damit ich die Federn auch zu Pfeilen machen kann. Das ist leer. So, dann schnabuliere ich mir nochmal ein Steak mit Kartoffeln. Also die Windmühle, die ich Papa geschenkt habe, die sieht voll schön aus nachts. Gerade ein Bild geschickt. Ja, musst du mir mal zeigen denn. Ja, ich glaube, ich will auch so eine für unseren Teich. Kann ich erstmal irgendwas fertig haben? Ich bin immer noch am Mauern. Und ich habe gesagt, ich möchte die haben. Okay, du baust die. Hä? Ja, wieso hast du die jetzt rausgerissen? Warum nicht? Kommt man hier besser rein? Hoch. Zack. Bin ja noch nicht fertig. Okay. Ja, wirst du ja wahrscheinlich hier so eine Ecke machen, ne? Ja, ich würde es ja auch wegmachen, aber erstmal will ich hier eigentlich das hier weg.
Was, hey, die Gitter? Finger weg. Ja. Da habe ich aus Versehen drauf geschossen vorhin. Ja, hättest du mal vernünftig getroffen. Du hast die Gitter nicht mal angeditscht. Ja, war ja auch nicht so gedacht, dass ich... Durchgeschossen in den Fußboden. So, okay, das waren auch die einzigen, ne? Die beiden. Ja, ja. Oh ne, hier sind auch noch Gitter, hier hinten. Hm? Hier. Na, zieh dich, ey. Was? Hau ab. Die dürfen nicht weg. Ich finde, ich habe das schon ganz gut hinbekommen hier. Ja. Ja, vielleicht kann man das später als Hütte nehmen und nebenan einfach nur für den Blutmond. Und halt hier irgendwie den Garten, dass man das dann verbinden kann später hier irgendwie. Ja, können wir auch sonst auch nochmal wegnehmen und woanders hinlegen oder so, ne? Was? Den Garten da hinten. Aber ich dachte, ich kann das jetzt, wenn ich die ein bisschen weggenommen habe. Weil ich bin da vorhin reingefallen. Kannst du so ein Gitterding machen hier? Ja. So wie du hier gemacht hast, weil dann mach mal bitte zu. Weil ich bin da schon reingefallen vorhin. Und jetzt kommen wir da eh nicht mehr hoch. Ich muss nur erstmal gucken wegen Drehen. Ja. Und dann ist die Frage, war das Gitter unten oder war es oben? Wir haben am Fußboden andere Stangen. Warte mal. Binde hast du da. Ja. So. Genau. Danke. Weil die Wände hast du mit eckigen gemacht. Ja, ja. Die hatte ich erst kopiert. Mann, du warst schneller. Meine Punkte. Aber so ist besser, dann falle ich da nicht rein, wenn ich in Hektik bin. Ja. So, die Seite ist jetzt auch erstmal alles aus Stein. Soweit. Aber das Gitter sieht in Holz schöner aus, ne? Ja, aber sicherer ist es so gerade, ne? Warum hast du hier hinten eigentlich eine Sackgasse? Wo? Wäre es nicht besser, du würdest hier noch so ein... Wo? Na, da wo du... Hier, hinter der Wand. Wäre es nicht du besser... Du hast das so gemacht. Was? Ich war das? Du hast das so gemacht. Er ist ja voll schlampig gearbeitet. Andere Seite hast du es auch gemacht. Das ist ja voll schlampig gearbeitet. Hätte man eigentlich hier nochmal so einen Weg machen können, ne? Ja. Hm. Naja. Ja, eigentlich ist ganz cool mit der Sackgasse, ne? Wollen wir nicht meckern hier. Ich finde, das ist nicht schlecht gemacht hier erstmal. Dafür, dass ich das gemacht habe. Ja, und es ist noch nicht zusammengestürzt. Wird's auch nicht. Ja, hast beim Besten gelernt, ne? Ja, du, bei dir ist das viel öfter zusammen als bei mir. So, dann würde ich aber sagen, wir verabschieden uns auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, trotz der ganzen Buddelei, ihr konntet irgendwie noch ein bisschen was abgewinnen. Ein bisschen Spaß, Freude, Zeitvertreib. Wir sehen uns morgen wieder. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.